Der Bürger ist nicht nur Kunde des Staates, sondern er ist Anwender und wird dann auch zunehmend zum Mitentwickler einer guten staatlichen Lösung. Ja, aktuell befinden wir uns ja in der Informationsgesellschaft, so der aktuelle Stand der industriellen Revolution. Als nächstes steht ja so die fünfte industrielle Revolution an mit dem Thema KI. Warum wird das so sein? Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist zu sehen, warum eigentlich KI eine solche Tragweite hat. Ein wichtiger Punkt ist, weil es querschnittlich ist. Es betrifft nicht eine Domäne, sondern es geht wirklich über alle Branchen hinweg. Und es schafft eigentlich zwei Dinge, die ganz zentral sind. Das eine ist, es ist ein unglaubliches Effizienzpotenzial, das dort sozusagen geschaffen werden kann. Man kann Dinge vereinfachen mit der Automatisierung, die mit dabei sind. Sage ich auch kurz was gleich dazu. Ja, gerne. Und das zweite ist, dass Dinge möglich sind, die früher überhaupt gar nicht möglich waren. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt heute Systeme, die sich ganz viele Röntgenbilder anschauen und daraus Anomalien identifizieren, die dann auf Krankheitsbilder hinweisen. Das machen Menschen eigentlich auch. Ärzte gucken sich das an, haben im Kopf noch andere, Röntgenbilder von anderen Patienten und können dann feststellen, was hat sich daran geändert. Aber jetzt kann man sich fragen, was hat denn ein Arzt in seinem Leben an Röntgenbilder gesehen? 100, 200.000, 10.000, 100.000? Die KI macht das mit Millionen, mit Milliarden von Bildern. Das kann ein Mensch niemals machen. Also man kann eine Qualität schaffen, die vorher niemals möglich ist. Und das ermöglicht wirklich eine echte Revolution, Dinge, die in der Vergangenheit nicht möglich waren. Und das Zweite ist, dass dort Dinge sind, die einfach effizienter sind, die es uns ermöglichen, Zeit zu nutzen für Dinge, für die bisher keine Zeit war. Ich gebe mal ein Beispiel aus unserem Bereich. Wir machen derzeit einen digitalen Bauantrag und was man machen kann, ist, dass man beispielsweise Routineaufgaben wie das Überprüfen, ob in einer Bauzeichnung die Abstände eingehalten werden, zum Beispiel zum Nachbargrundstück, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Das macht heute ein Mensch, ein Sachbearbeiter. Das ist eigentlich verlorene Zeit. Das kann eine KI genauso gut machen, genauso schnell, eigentlich noch viel schneller machen. Und dann kann die Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter die Zeit nutzen, um dann mit den Menschen eine Beratung durchzuführen oder etwas Ähnliches. Also wir haben dort ein riesiges Potenzial und deswegen glaube ich, dass KI wirklich eine Revolution für die Zukunft mit reinbringt. Ja, dann schließe ich gleich die Frage an, was muss denn die Politik, was muss der Staat tun, um diesen Prozess zu begünstigen? Ja, der Amir Alkasser hat ja das Entscheidende gesagt. Das ist im Prinzip Digitalisierung oder gerade KI bedeutet Vernetzung. Das geht quer über alle Bereiche hinweg. Der Staat arbeitet aber bisher noch sehr stark in Silos und in festgelegten Prozessen. Und das müssen wir aufbrechen. Wir müssen es schaffen, dass wir übergreifend arbeiten zwischen Ministerien, zwischen verschiedenen föderalen Ebenen. Und wir müssen auch unsere Prozesse so gestalten, dass sie ja agiler sind, dass wir nicht mit dem fertigen Produkt rausgehen, sondern auch was auf den Weg bringen und nachbessern und das ganz eng mit dem Anwender. Und die Anwender, das sind zum Beispiel die Unternehmen, das sind aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die ja am Ende das nutzen, was der Staat an Leistungen bereitstellt oder an Anträgen bereitstellt. Und das ist ein komplett neues Denken, auch in Staat und Politik. Und da müssen wir genau die Transformation machen, die große Unternehmen jetzt schon gegangen sind, nämlich vernetzter werden, agiler werden, weniger komplex werden. Und dadurch werden wir auch schneller und werden bessere Ergebnisse erzielen. Ja, und ich denke, da muss es uns auch gelingen, die Bürger, wenn ich jetzt gerade beim Thema Staat bin, ihnen noch mitzugeben, dass sie jetzt auch Anforderer sein werden. Wenn wir als Staat einen agilen Prozess leben, dann wird es sehr schnell funktionierende Lösungen geben, aber die sind noch nicht im finalen Zustand. Und ich denke, das erfordert dann auch ein Mindset, ein anderes und natürlich auch eine entsprechende Kommunikation.
ja, Anforderer und Mitentwickler, aber am Ende auch dann diejenigen, die zu einer besseren Lösung beitragen. Denn wer kennt die Probleme nicht besser als derjenige, der tagtäglich mit den Systemen arbeitet? Das sind die Bürgerinnen und Bürger oder die Unternehmen und Unternehmer. Und diese Schwarmintelligenz kann man ja nutzen, um eben auch die staatlichen Angebote besser zu machen. Wir haben das gerade gemacht bei Update Deutschland und bei Wir vs. Virus, zwei Hackathons, wo Staat, Zivilgesellschaft und Unternehmen mit digitalen Möglichkeiten gemeinsam konkrete Lösungen entwickelt haben. Die meisten waren um Längen besser als die, die ganz klassisch vom Staat in Auftrag gegeben worden sind. Das sind neue Methoden, die müssen wir viel stärker nutzen, auch als Staat. Großartiges Projekt. Sehr schön. Vielen Dank. Danke auch. Sehr gerne.